Zeigt mir, was ihr könnt! Weihrauch vermischt mit Schwarzpulver erzeugt dicken Qualm. So blende ich meine Feinde. Thank you.
Samurai allein kann nicht ihre ganze Armee auswärts. Gerüchte wahr sind. Wäre ich sein Mensch, ließe ich ihn in der Burg verrotten. Fürst Sa. Darf ich eure Rüstung verstärken, mein Herr? Viel besserer Schutz. Ihr benötigt mehr für diese Verbesserungen. Ihr habt meinen Dank. Fürst Sakai, kommt schnell! Fürstin Masako, habt ihr Neuigkeiten über die Mörder eurer Familie? Auf der Liste, die wir fanden, stand Sadao ganz weit oben. Er ist das Oberhaupt des Kuta-Gehöfts. Kutas Leute dienten eurem Clan. Warum wendete er sich gegen euch? Er ist ein undankbarer Verräter. Mein Ehemann ernannte Sadao zum Oberhaupt. Und er revanchierte sich mit Blutvergießen. Wie ich erfuhr, floh er aus Kuta in der Nacht des Mordes. Er hörte wohl, dass ihr noch lebt. Sadao ist eine falsche Schlange. Aber sein Bruder, Hachi, ist ein Narr. Er kam gerade beim Tempel vorbei, um Essen für die Flüchtlinge zu bringen. Zeit für eine ungeplante Lieferung an seinen Bruder. Und wir sind da, um ihn zu schnappen. Wir müssen los, sonst verlieren wir ihn. Nach dem Vorfall im Gasthaus hatte ich euch nicht mehr im Tempel erwartet. Ich wollte Sadaos Bruder suchen und um die Toten des Adachi-Clans trauern. Habt ihr eure Familie angemessen bestattet? Nicht, solange die Mörder frei sind. Nach dem Tod meines Vaters verabschiedete ich mich in derselben Nacht. Das hat den Schmerz gelindert. Ich habe sie begraben. Das muss ausreichen. Vorerst. Wann habt ihr zuletzt geschlafen oder gegessen? Gestern hatte ich etwas Reis und Fisch. Selbst junge Krieger brauchen volle Mägen und ausgeruhte Schwertarme. Nennt ihr mich etwa alt, Fürst Sakai? Das würde ich nicht wagen. Meinem Schwertarm geht es gut. Wir hätten Hachi längst einholen müssen. Welchen Weg hat er wohl genommen? Beide Straßen wurden benutzt. Sehen wir uns um. Er kann nicht weit sein. Masako, seht, der Mann mit dem Wagen. Das ist Hachi, Sadaos Bruder. Wo ist er nur? Da, gut. In Ordnung. Er will fort. Aber wir folgen ihm. Dicht, aber außer Sicht.
dieses Geräusch? Sei brav, Ringo. Sonst gibt's nachher keine Karotte für dich. Was für ein schönes Wetter heute. Wenn uns Mongolen begegnen, dann zähl besser nicht auf mich. Er hat Gesellschaft. Sie dürfen uns nicht sehen. Das ist keine Lösung. Nahrung? Wasser? Andere Sachen. Zeig her. Aber natürlich. Uns wurde Sachen versprochen. Hast du ihn? Noch nicht. Aber ich habe etwas für euren Gast. Ein Treffen. Wir geben es weiter. Er übergab eine Nachricht. Ich bin dann zur üblichen Zeit wieder hier. Wir warten auf dich. Vergesst den Wagen. Folgt diesen Pferden. Der Mann ist ein Idiot. Er ist der Bruder des Oberhaupts. Trotzdem ein Idiot. Aber er hat guten Sake. Nicht heute. Heute hatte er nur eine Nachricht. Diese Nachricht ist wichtiger als dein Leben. Wenn wir sie nicht überbringen, tötet das Oberhaupt uns. Sadao ist ein Familienmensch. Aus einer schlechten Familie. Seine Vettern sind Banditen. Weißt du noch die Unruhen, die ausbrachen, als der Kuta-Hof keinen Reis mehr hatte? Ja. Wer hat wohl die Banditen angeheuert, die die Protestierenden umlegten? Oberhaupt Sadao. Feigling. Ich wusste es. Also, wenn du das nächste Mal ans Oberhaupt denkst, denk ans Kuta-Massaker. Ein Holzfällerhaus. Von Banditen bewacht. Sadaos Vettern. Er versteckt sich wohl dort. Das wissen wir nicht. Aber wir finden es bald heraus. Leichen beantworten keine Fragen. Da ist jemand im Haus. Den bringe ich zum Reden. Lasst mich zuerst.
Eine Nachricht von Sadao. Hachi gab sie den Wachen. Da steht nichts über sein Versteck. Ich werde euch nichts tun. Mein Name ist Sakai. Wer seid ihr? Hina, Sadaos Weib. Mein Mann ist unschuldig. Die Mongolen töteten eure Familie. Wo ist er? Ich weiß es nicht. Ihr lügt! Sie hilft uns. Und sie kann nicht hierbleiben. Ich bringe sie zu meinem Anwesen. Sie wird mich umbringen! Es wird euch nichts geschehen.